Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich werde euch mal zeigen, wie ich meine Bonsai und zukünftigen Bonsai umtopfen werde. Ich werde auch an ihnen einen Wurzelschnitt vornehmen, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich lege jetzt mal direkt los. Meine Pflanzen topfe ich vor dem Neuaustrieb um, also bevor neue Blättchen entstehen. Und hier bei der Felsenmispel im Bild, da wird es allmählich auch allerhöchste Eisenbahn. Sie hat nämlich bereits damit begonnen, neue Blättchen zu bilden. Aber nehmen wir die kleine Maus hier erstmal aus der Schale hinaus. War zu erwarten, komplett durchgewurzelt. Das kann jetzt hier erst einmal beiseite. Von der Felsenmispel gibt es auch noch ein separates Video, also die Entstehung. Die ist jetzt bei mir ein Jahr. Aber ich muss schon sagen, die kleine Felsenmispel hat sich richtig gut entwickelt. Ich verschaffe mir jetzt erst einmal einen Überblick der Wurzeln. Dazu nehme ich jetzt meine Wurzelkralle und werde jetzt hier so ein bisschen Substrat entfernen. Man könnte jetzt auch genauso gut, ich sag mal, ein Chinastäbchen nehmen oder ein Schaschlikspießchen. Dann kann man das nämlich genauso gut hier alles so ein bisschen entfernen. Ich werde aber jetzt hier nicht das ganze Substrat entfernen, nur so ein bisschen am Rand. Weil die kleine ist ja noch in der Entstehung zum Bonsai. Ich werde das hier oben alles so ein bisschen auflockern. Den Rest mache ich aber mal eben im Zeitraffer, weil das dauert ja auch immer eine Weile, bis ich da mal fertig bin. Ich arbeite jetzt auch ganz vorsichtig mit meiner Wurzelkralle und entferne somit das alte Substrat. Und ich denke, ich bin jetzt soweit fertig. Die Wurzeln werde ich jetzt einkürzen, also die hier so total lang nach unten hin weghängen, die brauche ich nicht, weil ich will ja auf Dauer gesehen, dass die kleine Maus ganz viele feine Wurzeln ausbildet. Ich habe gerade überlegt, ob ich die kleine schon in eine Bonsai-Schale setzen möchte. Sieht optisch natürlich viel schöner aus, allerdings befindet sich die Pflanze ja noch im Aufbau und somit kommt sie wieder in ihre alte Plastikschale hinein. Ja, in ein paar Jahren bist du auch in einer richtigen Bonsai-Schale. Dann topfen wir dich jetzt mal ein. Man sollte auch nicht zu lange die Pflanzen jetzt einfach rumliegen lassen, weil die Wurzeln, die können relativ schnell vertrocknen. Das neue Substrat ist jetzt eine Mischung aus Kokoserde und Blähton. Ich habe jetzt in etwa zwei Teile Blähton und ein Teil Kokoserde verwendet. So, jetzt kommt hier erstmal ein bisschen was hinein. Anhalten. Ja, mehr braucht er jetzt auch nicht hinein. Also unten. Dann fülle ich das jetzt mal auf. In der Bonsai-Schale sehr, sehr natürlich noch schöner aus, aber ist ja jetzt Quatsch, den schon in so eine Bonsai-Schale zu setzen. Die muss ja erstmal an Dicke gewinnen und mehr Verästelungen ausbilden. Schneiden werde ich sie vermutlich heute nicht, also die Triebe. Die lasse ich jetzt erstmal in Ruhe. Ist ja auch immer ein enormer Eingriff, wenn man die Wurzeln der Pflanzen, mein Gott, schneidet. Deswegen. Das Einzige, was ich jetzt bei der Felsenmispe noch machen werde, ich überprüfe den Draht hier, ob der ab kann. Weil der ist jetzt auch schon, ja, ich glaube, ein halbes Jahr ist er mit Sicherheit schon dran. Und man sollte sowieso immer nach dem Draht schauen. Nicht, dass der in eure Pflanzen so hineinwächst. Das ergibt dann so unschöne Abdrücke. Ich meine, bei mir passiert das auch manchmal. Ich bin nämlich auch noch ja, Bonsai-Anfängerin. Ich habe die Pflanzen erst seit 2019, also hier die Lärche. Die wird als nächstes umgetopft werden. Da bin ich auch echt vorsichtig bei der Lärche. Die ist schon relativ alt. Ja, das sieht aber alles schon mal so weit so gut aus. Und damit mir meine Pflanze jetzt hier nicht gleich aus dem Topf hinausfällt, das könnt ihr jetzt ganz gut sehen, sie hebt sich schon an, werde ich jetzt hier einfach zum Beschweren einen Stein drauflegen. Man hätte jetzt genauso gut das Ganze jetzt hier auch einfach mit Draht befestigen können, aber so geht es ja auch. Dann komme ich mal zu meinem zweiten Bonsai, der umgetopft werden wird. Das ist eine Lärche, habe ich 2019 erhalten, wird so in etwa alle 2 bis 3 Jahre umgetopft. Ich muss das jetzt erst einmal lösen, damit ich sie überhaupt hier hinaus bekomme. Ich vermute, du bist auch komplett durchgewurzelt, kleine Maus. Auch bei der Lärche wird es allmählich Zeit, dass ich sie umtopfe. Da ist bestimmt alles durchgewurzelt. Oh ja, da ist definitiv alles durchgewurzelt. Lasse ich das jetzt hier erstmal noch dran? Ja, kann ich mir ja immer noch überlegen. Auch hier diese alten Abdeckgitter, die lasse ich immer so lange dran, ja, bis die kaputt gehen letzten Endes. Wahnsinn, wie das alles durchgewurzelt ist. Auch hier werde ich jetzt vorsichtig das alte Substrat mit meiner Wurzelkralle entfernen. Und wie gesagt, man kann jetzt auch genauso gut ein Chinastäbchen nehmen oder halt so ein Schaschlikspieß. Das mache ich jetzt auch wieder ganz, ganz vorsichtig. Also jetzt hier nicht einfach so zack rein und ich ziehe jetzt hier einfach mal so durch. Wirklich so, ich sag mal so peu à peu. Das Moos werde ich hier gleich auch mit entfernen. Aber ich muss jetzt hier wirklich vorsichtig vorgehen. Ich weiß jetzt leider nicht auswendig, wie alt die gute schon ist, aber die hat schon etliche Jahre auf dem Buckel. Und ich habe die wirklich lieb gewonnen. Oder alle meine Bonsai habe ich total lieb. Aber die Lärche hatte ich halt geschenkt bekommen. Ja, und somit will ich ja auf keinen Fall, dass die mir jetzt hier irgendwie eingeht. Deswegen alles hier so peu à peu entfernen. Nehmt euch da ruhig, ja, ich sag mal, gut Zeit für. Weil so mal eben, das sollte man nicht machen. Wirklich so tralala. Immer Schritt für Schritt hier mal so ein bisschen lösen. Oder ich stecke das hier auch mal so ein bisschen vorsichtig hinein, sag ich mal. Und pull dann das alte Substrat vorsichtig raus. Ich will ja jetzt hier nicht aus Versehen die ganzen Wurzeln gleich abreißen.
Was wächst denn da? Ist das jetzt eine Wurzel von... Ach so, es war wahrscheinlich ein Unkraut. So. Gucke ich jetzt auch mal hier unten drunter. Ich vermute... Ja, ich glaube, hier sind ein paar Wurzeln auch kaputt. Ja, die kann man so abzupfen. Das sind so richtig schwatte Wurzeln. Die kann ich jetzt wirklich mit den Fingern abnehmen. Ja, erstmal hier alles lösen. Ich gehe aber mal wieder auf Zeitraffer. Das dauert wahrscheinlich eine halbe Stunde, bis ich das hier alles gelöst habe. Die meisten Wurzeln habe ich jetzt hier an meiner Pflanze sortiert. Hier ist jetzt ein Bereich, da kann man erkennen, das sind abgestorbene Wurzeln. Die kann ich so mit den Fingern abzupfen. Die sind auch richtig schwarz, da ist kein Leben mehr drin. Die gehen jetzt wirklich von ganz alleine ab. Die werde ich jetzt auch nochmal peu à peu hier hinaus frickeln, sage ich jetzt mal. Auch vorsichtig wieder mit meiner Wurzelkralle alles lösen. Die reiße ich jetzt wirklich nicht ab. Die gehen von ganz alleine da halt ab. Die nehmen ja auch nur unnötigen Platz weg. Und außerdem, mit der Zeit werden die ja auch irgendwie anfangen zu vergammeln. Ich glaube, das findet dieses Bäumchen auf Dauer gesehen auch nicht so prickelnd. Warum das jetzt so ist, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht habe ich da auch ein paar, sagen wir mal, Pflegefehler gemacht. Kann alles gut möglich sein. Aber ich werde die jetzt entfernen. Ist ja sonst Platzverschwendung. Mal eben nochmal gucken, wo die hier herkommt. Und jetzt werde ich diese richtig langen Wurzeln der Lärche einkürzen, weil die soll ja wieder in ihren alten Topf zurück. So, überall mal die Spitzen so ein bisschen kappen. Da ist hier noch was? Nee, ist alles so weit, so gut. Da ist eine ganz dicke Wurzel. Habe ich auch mal eben abgeschnitten. Dann können wir dich gleich auch eintopfen, kleine Maus. Du kommst jetzt wieder in deinen alten Topf zurück. Ach, Quatsch, noch nicht eintopfen. Was ich nämlich jetzt auch noch machen wollte, ich werde jetzt hier einfach so ein... Ja, wie nennt man das hier nochmal? Mein Gott, jetzt komme ich auf den Namen. Ich werde diesen Wurzelbereich hier jetzt reinigen. Mit meiner Bürste. So rum. Kann man wirklich gut mit so einer Bürste machen. Oder mit einer alten Zahnbürste. Damit ging es sogar noch besser. Weil ich finde, der Wurzelansatz hier ist auch mit das Schönste bei den Bonsai. Ich finde das immer total schön. Da die Lärche mir wirklich sehr am Herzen liegt, bekommt sie jetzt eine spezielle Bonsai-Erde für Nadelgehölze. Ich habe aber ein bisschen was von dem alten Substrat mit untergemischt. Ihr sollt es ja so gut wie möglich bei mir gehen. Ich habe ja jetzt auch immerhin für die nächsten Jahrzehnte die Verantwortung für die kleine Maus. Mal eben gucken, ich wollte sie ja ein bisschen höher setzen. Ja, etwas kann ich noch hineinfüllen. Mal schauen. Aber das ist jetzt wirklich der Hammer, wie viel Platz sie jetzt in ihrem neuen Töpfchen hat. Nachdem ich hier diese ganzen alten Wurzeln entfernt habe, hätte ich nicht gedacht... Ja, da kannst du jetzt wirklich die nächsten 2 bis 3 Jahre erstmal so drin stehen bleiben. Habe ich eigentlich mein China-Stäbchen? Oder ich kann ja auch die Wurzelkralle nehmen. Weil ich gehe da jetzt immer hier so, ja, wie soll ich jetzt sagen? Ich gehe da immer so entlang, damit die Erde halt auch zwischen die Wurzeln gelangt. Ne, immer hier so ein bisschen die Erde oder das Substrat viel mehr hineinstochern. Die Lärche ist dann jetzt soweit fertig, muss ich allerdings jetzt gleich noch angießen und dann komme ich jetzt mal zur Azalee. Und die Ulme hier, die wird jetzt gleich auch noch umgetopft werden, weil die kommt ja irgendwann auch mal nach draußen und in diesem Untersetzer kann die auf keinen Fall bleiben. Die Azalee habe ich übrigens letztes Jahr aus meinem Garten geholt, die Pflanze war leider am Eingehen. Dann habe ich halt einen Rettungsversuch gestartet und in Zukunft soll die auch zu einem Bonsai gestaltet werden. Aber den Rest machen wir mal eben auf Zeitraffer, das dauert jetzt auch wieder eine halbe Stunde, denke ich. Also ich bin schon mal heilfroh, meine Azalee entwickelt neue feine Wurzeln. Und was ich jetzt noch an der Pflanze machen werde, ich werde hier überall diese alten dicken Wurzeln noch so in etwa um 1 bis 2 Zentimeter einkürzen. Dann lege ich die Pflanze beiseite, die kommt in einen Eimer mit Wasser, weil ich habe mir überlegt,
darin wieder eintopfen. Das möchte ich nicht. Und ich wollte ja sowieso die Ulme noch in eine richtige Bonsaischale einpflanzen. Und dann kommt die Azalee wiederum in den Topf der Ulme. Diese Ulme habe ich letztes Jahr im Supermarkt erworben und ich hatte sie damals in eine Substratmischung aus Blähton, Kokoserde und mineralisches Substrat gesetzt. Der Pflanze ging es auch überhaupt nicht gut. Das alte Substrat war triefend nass und das musste wirklich ganz dringend erneuert werden. Heute will ich mir einfach nur meine Pflanze jetzt ein bisschen genauer anschauen und ich möchte die jetzt in eine richtige Bonsaischale pflanzen. Ich werde jetzt noch die Wurzeln der Ulme etwas kürzen, mit Ausnahme von dieser dicken, fetten Wurzel. Die kappe ich so in etwa an dieser Stelle und dann kommt sie in ihre neue Bonsaischale hinein. Ich denke, das sieht auch ganz gut aus, wenn sie dann in dieser Schale drin steht gleich. Beim Substrat der Ulme werde ich jetzt nichts verändern, die kommt jetzt wieder in das gleiche hinein. Mal eben hier anhalten, ob das schon mal so weit passt. Ja, macht doch schon mal einen guten Eindruck. Es sieht ja doch schöner aus, wenn die Pflanzen dann in ihrer Bonsaischale stehen. Du kommst jetzt erstmal beiseite. Und dann topfe ich jetzt die Azalee ein. Die bekommt jetzt ein Substrat, das ist extra für Azaleen gedacht. Ich bin ja mal gespannt, wie sich die Azalee in ihrem neuen Substrat entwickeln wird. Auf Dauer gesehen muss ich mir natürlich noch Gedanken machen, was ich hier alles noch abschneiden werde. Aber die Maus soll sich jetzt erst einmal weiterhin bei mir erholen dürfen. Angegossen habe ich meine Pflanzen bereits und ich habe mich entschieden, die Lärche und die Felsenmispel kommen jetzt wieder nach draußen. Azalee und Ulme bleiben jetzt noch eine Weile in meiner Werkstatt stehen. Ich werde mich jetzt auch an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!